Herzlich willkommen. Wenn du heute bei Furchtlöscher bist und du fühlst dich richtig schwach und müde, dann habe ich für dich eine großartige Botschaft. Heute geht es um Erfrischung. Wie holt man mitten in der Wüste Erfrischung? Das war die Frage, die sich das Volk Israel auch gestellt hat, mitten in der Wüste. Wo soll Kraft und Energie herkommen? Und in 5. Mose 8, Vers 3 kommt folgender Satz. Gott sagt, ich werde dich mit Manna speisen, das du und deine Väter noch nie gekannt haben, auf das ich dir kundtue, dass der Mensch nicht allein vom Brot lebt, sondern von allem, was aus dem Mund Gottes kommt. Gott will dich mit etwas speisen, das du noch nie gekannt hast. Und ihr lieben Freunde, das ist das Geheimnis. Gott hat Worte des Lebens für uns. Nicht nur Worte, die in der Schrift stehen, sondern Worte, die der Heilige Geist aus der Schrift lebendig macht. Die Bibel nennt das ein Rema. Gott kommt und gibt dir eine spezielle Zusicherung seiner Liebe. Und wenn dieses Wort kommt, dann spürst du, es hat Geist und es hat Leben. Es hat etwas, was dich vitalisiert, was dich erneuert, was dich erfrischt und stark macht. Wo immer dieses Wort Gottes ausgesprochen wird, erfüllt mit seinem Geist, da setzt es Wunder frei, da setzt es Heilung frei, da setzt es eine neue Sichtweise frei, da werden Träume in Gang gesetzt, werden Visionen erneuert. In den Sprüchen heißt es im 18. Kapitel, dort Vers 21, dass Tod und Leben in der Gewalt unseres Mundes liegt. Also in dem, was wir aussprechen, wenn wir mit Gottes Wort zusammen in Einklang und in Übereinstimmung sprechen. Gott sagt Josua, diesem neuen Führer des Volkes Israel, dass er Erfolg haben wird, wenn er eine Sache lernt, nämlich das Wort Gottes in seinem Mund zu führen. Dort heißt es in Josua 1, Vers 8, lass das Buch des Gesetzes, also das ist das Synonym für Wort Gottes, also lass das Wort Gottes nicht von deinem Mund kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, also sinne darüber nach. Murmel es, so heißt es eigentlich wörtlich. Also sprich es halblaut, so wie du etwas vor dir her sprichst, wenn du was auswendig lernen wirst. Beweg dieses Wort mit deinem Mund, mit deinem Herzen, mit deinen Gedanken, dass du es hältst und danach tust, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst alles richtig ausführen. Also auf Deutsch, du wirst erfolgreich sein. Im Psalm 1 wird das nochmal wiederholt. Und hier merken wir, das ist die Wirkungsweise des Wortes Gottes. Sie soll Kraft geben und beleben. Dort heißt es, das Wort Gottes ist wie Erfrischung. Psalm 1, die Verse 2 und 3. Glückselig, wer Lust hat, wer Freude hat am Wort des Herrn und darüber nachsinnt, meditiert, es halblaut vor sich her murmelt. Ja, dieses Wort soll nahe sein in deinem Mund. Warum? Womit das Herz voll ist, soll der Mund gefüllt sein und überfließen. Lass es Tag und Nacht in dir sich bewegen. Dann wirst du sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Was für ein Bild, Israel, Wüste und Steppe. Aber nein, hier soll ein Unterschied sein. Dieser Baum ist am Wasser gepflanzt. Der holt Energie, der holt Kraft, der lebt. So dass er Frucht bringt, Jahr für Jahr. Seine Blätter verwelken nicht und was er sich vornimmt, das gelingt. Spürst du das? Gott sagt zu dir, hey, ich will deine Quelle sein. Ich will dich mit meinem Wort, ich will dich mit Offenbarung meiner Liebe, ich will dich mit Verheißung, ich will dich mit Liebessegnungen überschütten und du sollst da reingehen und du sollst das in dich aufsaugen und dein Herz damit füllen und dein Denken damit füllen und deinen Mund davon überfließen lassen und dann wird dieses Wort, das du aussprichst aus deinem Mund, es wird in Existenz kommen und meine Gegenwart wird da sein und mein Leben wird da sein und der Heilige Geist wird anfangen, die Dinge zu ordnen für dich. Wenn du deine Lust an diesem Wort hast, kommt diese heilende, erfrischende Wirkung zustande. Deshalb spricht das Wort Gottes
Gottes aus. Das Wunder ist in deinem Mund. Ja? Mit dem Herz glauben wir, dann sollen wir mit dem Mund das aussprechen, damit diese Wirkung des Wortes Gottes freigesetzt wird. Jesus hatte das verstanden. Wir kennen diese Stories. Jesus sieht einen unfruchtbaren Feigenbaum. Er hat keine Frucht, ganz offensichtlich schon lange nicht getragen. Ein Wort reicht aus und dieser Feigenbaum, er verdorrt. Jesus ist im Sturm. Der Sturm scheint lebensbedrohlich. Jesus spricht ein Wort. Der Sturm flaut sofort ab. Und Jesus sagt es zu seinen Jüngern und seinen Nachfolgern: Leute, lernt das doch. Sprecht doch meine Lebensworte hinein. Wenn ihr zu diesem Problemberg sprechen werdet, ja, der wird verschwinden. Petrus, der hat das später begriffen. Er ist in Jerusalem an der schönen Pforte, da liegt dieser arme, bemitleidenswerte Bettler, der sich nicht bewegen kann. Und er sagt: Hey, ich spreche zu dir, steh auf und geh in Jesu Namen. Ja, er betet nicht, er spricht einfach das Wort Gottes rein und die Situation ändert sich, der Mann wird geheilt. Du sollst das aktivieren, sprich diese Rema-Worte, sprich diese Zusagen Gottes hinein in die Situation. Und wenn du merkst, die Dinge funktionieren nicht, ja, nimm dieses Wort, meditiere darüber, denk darüber nach. Philipper 4, Vers 13, ich vermag alles durch den, der mich befähigt hat, der Herr Jesus Christus. Und dann betest du dieses Wort in deine Situation. Oder wenn du merkst, hey, du bist innerlich so müde, nimm doch das Wort aus Nehemia 8, Vers 10, wo es heißt: Und die Freude am Herrn wird eure Stärke sein. Und du fängst an, dieses Wort zu kauen innerlich, es dann zu bewegen und zu beten und zu sagen: Ja, die Freude am Herrn ist auch heute da und sie wird mich stark machen. Oder du merkst, wie Heilung wirklich deinen Körper, wie dein Körper Heilung braucht, dann nimm doch das Wort aus 1. Petrus 2, Vers 24, wo es heißt: Und in seinen Wunden sind wir geheilt. Jesus trug die Schuld, er trug die Sünde, aber er trug auch die Krankheit. Und je mehr du das verinnerlichst und du sprichst es aus: Danke Herr, in deinen Wunden bin ich geheilt. Es wird Heilungssubstanz freigesetzt für deine Seele und deinen Körper. Gottes Wort hat Wirkkraft. In Übereinstimmung mit Gottes Willen gesprochen, fängt der Vater an, für dich die Wunder freizusetzen. Nimm das heute, leb in dieser Erfrischung des Geistes und der Kraft Gottes. Vielen Dank, dass du uns zugesehen hast. Wenn du mit dieser Art von Predigt was anfangen kannst und uns unterstützen möchtest, dann würden wir uns freuen, wenn du uns bei betterplace.org oder direkt per Überweisung helfen könntest. Vielen Dank.